Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Ja, in der letzten Folge haben wir uns intensivst mit Xardas unterhalten, der sich ja kein Stück für den Erzhaufen interessierte, sondern uns eher eine Geschichte des Schläfers erzählte. Und wie gesagt, wir sollen jetzt den verstoßenen oder verbannten Ork finden und mit ihm reden. Ja, ich ziehe nochmal das Berserkerwort an. Und um eine Sache zu klären, warum ich keine Zweihänder benutze. Ich werde sie benutzen. Ich werde Zweihänder aber erst dann benutzen, wenn ich auch Zweihand Stufe 2 gelernt habe. Denn ansonsten ist es einfach nur kontraproduktiv, weil warum sollte ich denn jetzt schon Zweihand benutzen, wenn ich Einhand gemeistert habe? Ja, also das ist ein bisschen Quatsch. Genau deswegen benutze ich weiterhin Einhand, solange ich Zweihand nicht vollständig gemeistert habe. Was ja auch irgendwo eine Logik birgt. Aber gut, man muss die jetzt auch nicht unbedingt verstehen. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich überhaupt lang? Also wir müssen wieder zu dieser alten Klosterruine. Ich habe sie ja schon einmal gezeigt. Da war nichts und da müsste jetzt dieser Ork sein. Dieser Ork-Schamane. Und ich hoffe mal, dass er uns nicht grillt, denn ja, es wäre irgendwie ein bisschen scheiße. Ja. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir sind jetzt Stufe 22. Ja, wir brauchen noch ein Level ab, dann können wir Zweihand meistern. Und dann würde ich sagen, dass ich entweder meine Lernpunkte in Armbrust tue oder in Stärke investiere. Ich würde eigentlich schon gerne mehr Stärke haben, aber naja, mal schauen, wie sich das so ergibt. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Level-Ups ich bekommen werde. Ich würde mal so schätzen, wir kommen maximal 26, 27, so in dem Bereich, aber vielleicht auch höher. Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, ich habe mal ein Let's Play gesehen, da hat es einer mit Level 25 geschafft, das Spiel durchzukriegen, als Krieger. Und ja, ne, wenn der es schafft, warum sollten wir es eigentlich nicht schaffen? Also, mein Gott, ach ja, wir müssen ja da hoch, habe ich ja ganz vergessen. Hey, hey. Oh, da liegt noch ein Krusch-Urok. So, das habe ich aber irgendwo vergessen. Und ja, wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, das Spiel mit Level 25 durchzukriegen, das wäre schon ziemlich stark, aber wir haben ja noch viel zu tun. Also ich weiß es ja, es wird noch viel gekämpft und so und viele Viecher und so und andere Sachen werden noch abgeschlachtet, deshalb wird die XP noch oder ist ein Bluthund. Warum sind die denn jetzt plötzlich hier? Achso, hier war Hunden, war ich ja noch gar nicht. Komm her, Schweinebacke. Ja, komm du auch, Mann. Komm! Okay. Das war jämmerlich, Leute. Einfach nur jämmerlich. Oh, und da ist eine Höhle. Da wusste ich gar nicht, dass es hier eine Höhle gibt. Aber hier ist nichts drin. Ja. Okay. Da haben sich dieses schöne Pärchen hier haben sich einfach mal so eine Höhle geteilt. Ist ja interessant. Ja, ein bisschen Fleisch essen. So. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal eine Etage höher. Dann schaffen wir das auch. Ich bin gerade auch immer noch überlegen, ob ich vielleicht doch mal Wassermagier werden soll. Wegen der Rüstung. Man kriegt dann einfach so eine Robe geschenkt. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, so eine Wassermagier-Robe. Vor allem gegen so Viecher wie zum Beispiel Feuerwarane oder. Oh, da wird schon ordentlich gecastet, ich höre schon. Ja, was ist da jetzt so? Up the way. Ich speichere noch einmal schnell. Und dann gucken wir mal. So, meine Freunde. Hallöchen. Oh ja, da kloppen sie einfach alle auf den Schamanen drauf. Was für feige Säue. Kämpft der Krieger. Okay.
Buster hat Daumen gekriegt. Ich fass es nicht. Naja, gut. Wir haben ja noch einen Versuch. Ah ja, ich könnte sie auch schon von hier abknallen, oder? Ja, ich treffe dich von hier. Okay, das reicht. Den Rest mache ich ja wohl so platt. Ah, diese Orks, Alter. Unheimlich stark. So. Ich will mal eben kurz deren Waffen aufheben. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Name Urshak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schaman. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Mine. Sein gelaufen weg. Seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist, wie Urshak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. 5 Brüder von damals. Haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt, Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen, Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremde retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein, wo Karte nicht bemalt. Fremder geben Karte, dann Urshak machen Karte fertig. Erstaunlich. Du bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele, Fremder nicht gehen, viele Krieger, Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen Fremde Feuer, dann Fremder sterben.
Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak, keinen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremder nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nicht-Sterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak sei in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Warst du in der alten Mine gefangen? Urshak nicht verstehen. Warst du in der verlassenen Mine gefangen? Urshak nicht kennen Wort. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine unter Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urshak danken Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Ja, Urshak, wir sind jetzt Freunde. Wenn du willst, kannst du mich bei Facebook adden. Okay. Wie geht es dir, mein Freund? Urshak sei gesund. Urshak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Urshak gehen Heimat. Freund, ja. Komm! Pass auf dich. Genau, weil, solche Ulumulus auch in jeder Ecke rumliegen, Urshak. Egal, wir sprechen jetzt mal eben mit Xara, das wollte ich eigentlich mal reden. Wenn ich wüsste, wo dieser, da, Teleport-Dämon beschwert war. Okay, So. Ach, warte mal. Ich habe doch hier die Truhe, ne? Die hier ist. Die habe ich doch stehen lassen, weil ich so der Zeitknappheit war, oder? Genau. Die beiden Truhen, die habe ich noch nicht ausgeraubt. Ja, Tränke. Ne? Die Zeit muss man sich eben nehmen. Zack, zack, zack. Okay. So, dann gucke ich mal, ob ich noch eben mit Xada sprechen kann. Oder wegen dem Ulumulu. Mein Freund. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Ja. Ich suche magisches Wissen. Ja. Dämon beschwören. Du meine Güte. Feuerball. Und sich um Dämon beschwören. Boah. Weißt du was? Ich glaube, davon kaufe ich mir mal eben. Ach komm, kaufen wir beide. Dämon beschwören, das ist ja heftig. Ich will die eben vielleicht mit irgendwas bezahlen. Hier. Ein paar Krallen. Die Kacke kannst du haben. Das. ...1100. Okay, haben wir. Perfekt. So.
Ja, die hebe ich mir für Notfälle auf. Für extreme Notfälle. Gut. Ja, ich würde sagen, alles Weitere sehen wir in der nächsten Folge Let's Play Grafik 1 wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.